Liebe Freunde und Fans von Bad Kreuznach-Lacht, ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe von 4 Antworten und ein Witz und freue mich auf einen ganz besonderen Interviewpartner. Es ist Bad Kreuznach-Lacht. Hallo, mein Name ist Peter Maffay. Ja, yeah, Peter Maffay, schön, dass wir uns treffen. Wir sind heute hier in Mainz und freuen uns auf eine Autogrammstunde. Es geht um das neue Album mit dem Titel Tabaluga, die Welt ist wunderbar. Und auf der neuen Scheibe geht es auch so ein bisschen um nachhaltige Themen, Klimaschutz, aber auch Krieg. Warum ist es wichtig, auch gerade Tabaluga als Sprachrohr für diese Themen zu nutzen? Weil Tabaluga eigentlich für ganz bestimmte Werte steht. Und weil es um die Perspektive von Kindern geht, ja. Es geht darum, eine Welt, die wirklich wunderbar ist, trotz der Dinge, die wir erleben, diese Welt, die gilt es zu erhalten, zugunsten kommender Generationen. Und Tabaluga steht für Kinder, die, für große Kinder, für kleine Kinder. Wir wollten eine Geschichte erzählen, die sich orientiert an unseren großen Fragezeichen, mit denen wir es zu tun haben. Und ich hatte das Gefühl, vor dem Hintergrund dessen, was sich draußen so abspielt, könne man im Augenblick gar nicht eine, ich sag mal, belanglose Geschichte erzählen. Die Rettung unseres Planeten ist das große Ziel. Die Rettung der Welt von Tabaluga und Arktos ist ja nur ein Synonym. Mhm. Ja, es ist stark angelehnt an unser, unserer tatsächlichen Gegenwart. Ja. Also sehr empfehlenswert das Album. Lass uns mal so ein bisschen über dich sprechen, den großen Erfolg, den du hast. Den hast du dir ja wirklich über Jahre lang sehr hart erarbeitet. Ich habe gelesen, du hast dir durch Ferienarbeit auf einer Baustelle deine erste Gitarre gekauft. Ist das richtig? Und wenn ja, wie ist das zustande gekommen? Naja, ich habe Kohle gebraucht und in München gab es ein phänomenales Geschäft, in dem man Verstärker und Gitarren und Ähnliches kaufen konnte. Ja. Und die hatten ihren Preis und ich musste zusehen, wie ich zu diesem Geld komme. Und habe dann abwechselnd entweder Bier ausgefahren mit meinen Freunden. Das heißt, morgens aufgestanden und irgendwo in einen Eiskeller gefahren, dort mit der Pickel in der Hand, Eis geschlagen, in Säcke gepackt und dann die Bierkästen hinten auf dem LKW ausgefahren. Oder eben auf dem Bau als Hiwi. Ja, das ging von Brotzeit holen bis über andere Tätigkeiten, für die man nicht unbedingt Expertisen haben musste. Und so habe ich mein Geld zusammengekriegt und habe mir dann bei Lindberg, so hieß dieser Laden damals in München, eine Framus-Gitarre mit drei Pickups gekauft. Farbe rot und die klang nicht besonders, aber sie sah geil aus. Was viel wichtiger war. Ja. Und mit dieser Gitarre bin ich dann in eine Band eingestiegen und so ging es eigentlich bei mir los. So ging es eigentlich los, ja. Und mittlerweile stehst du ja so seit fast 50 Jahren auf der Bühne, kann man sagen. Mehr als 50 Jahre schon. Rückblickend so, gibt es irgendwas, worauf du so richtig stolz bist? Also das Wort Stolz ist nicht unbedingt so ein Wort, welches ich gerne in meinem Sprachgebrauch benutze. Mhm. Ich sag mal so, es gibt sehr vieles, was mich wahnsinnig freut. Und zwar vielleicht über allem, dass mir die Freude nicht abhanden gekommen ist, mich unter Leute zu begeben. Deswegen die Autogrammstunde. Ich gehe da runter, um mit den Leuten ein bisschen zu quatschen. Gehe runter, damit die Leute auch mich ein bisschen aus der Nähe wahrnehmen. Dann können sie entscheiden, ob das gut ist oder nicht. Ja. Und diese Zuneigung, man muss Menschen mögen, weil sonst kann man solche Musik oder kann man eigentlich auf der Bühne nicht viel erreichen. Mhm. Diese Zuneigung ist nie abhanden gekommen. Es gibt welche, da empfinde ich nicht viel Zuneigung, aber prinzipiell finde ich Menschen interessant und es lohnt sich, sich mit Menschen für Menschen zu interessieren. Ja. Das merke ich in unserer Stiftung. Wir haben ja eine Stiftung, die sich mit traumatisierten Kindern beschäftigt, seit 20 Jahren im Übrigen. Und ich merke, dass das so die Kraft ist, die ich ziehen kann für meine Arbeit. Motiviert mich enorm. Viele Lieder entstehen aus solchen Begegnungen. Und das hat nie nachgelassen. Ich bin gestern aus
Hamburg rausgefahren. Hamburg ist ja für mich immer über all die Jahre Rock'n'Roll City gewesen. Dort war der Startclub, dort sind die alle aufgetreten, dort wohnt Udo Lindenberg im Atlantik und so weiter. Ja. Und in Hamburg bin ich eigentlich manchmal richtig gehend zu Hause gewesen. Ich habe auch da gewohnt. Bin an meiner alten Schallplattenfirma vorbeigefahren. 1970 habe ich da das erste Mal an die Tür geklopft und bin dann auf die Autobahn gefahren, über die Elbbrücken hinweg. Und habe festgestellt, dass ich in 52 Jahren, die ich jetzt unterwegs bin, die PS-Zahl des Autos erhöht hat, das Hotelzimmer ein bisschen komfortabler geworden ist, aber sonst hat sich erschreckend wenig verändert. Ich sitze immer noch auf der Autobahn und bin unterwegs und es macht mir Spaß. Und du liebst das, was du tust, auf jeden Fall. Wir wollen ja auch gleich noch einen Witz von dir hören. Vorher auf jeden Fall nochmal, was bedeutet denn Lachen für dich? Warum lachst du so gerne? Ja, es gibt ja welche, die glauben, dass ich zum Lachen in den Keller gehe, ja. Und die kann ich dann ein bisschen überraschen manchmal, dadurch, dass ich gar nicht so ernst bin, wie man gelegentlich annimmt. Es fällt mir aber ehrlich gesagt schwer, so auf den Knopf zu drücken und dann zu lachen. Ja? Da muss schon ein wirklicher Grund dafür da sein. Wenn das aber passiert, und du kannst dir vorstellen, so eine Band ist ja kein Haufen von Traurigkeit, Schadenfreude und sowas, genau. Gibt es da en masse und wir leben regelrecht davon, da mache ich dann mit. Ja, da habe ich schon mal einen Spaß dran. Sehr schön. Und jetzt willst du einen Witz hören. Ja, ja? Sehr gerne, ja. Okay, also, ein Barbesitzer geht um 6 Uhr aus dem Laden raus, sperrt ab, sagt, das war ein langer Tag, eine lange Nacht. Ich hau mich jetzt aufs Ohr. Zu Hause steigt er in sein Bett, das Telefon klingelt. Er sagt, um Gottes Willen, was ist denn das? Um 6 Uhr, wer ruft denn da an? Geht ran. Und am anderen Ende der Leitung eine Stimme, die sagt, wann macht denn Ihr kleiner, schnuckeliger Laden denn wieder auf? Sagt er, mein lieber Freund, ich bin gerade nach Hause gekommen, du siehst es mir bitte nach. Ich möchte jetzt meine Ruhe haben, ich gehe jetzt ins Bett, ich muss jetzt pennen. Und legt auf. 2 Minuten später klingelt das Telefon wieder. Sein Gegenüber hat eine leicht lallende Stimme und sagt, was macht denn Ihr kleiner Schnuckelige? Sagt er, Freundchen, pass mal auf, ich habe es dir doch gerade erklärt. Ich gehe jetzt schlafen und ich bitte dich, lass das mit dem Telefonieren, ich will meine Ruhe haben. Knallt den Hörer auf. Es dauert keine 5 Minuten, das Telefon klingelt wieder. Der Typ am anderen Ende der Leitung ist schon völlig hinüber und sagt, wann macht denn Ihr kleiner, schnuckeliger Laden? Und sagt, du Idiot, mein Laden macht um 20 Uhr auf, aber wenn du so besoffen bist, dann kommst du da nicht rein. Sagt er, was heißt hier rein? Ich will raus. Das ist es. Guck an, er lacht. Bad Kreuznach lacht, Leute. Fantastisch. Sehr schön. Dankeschön, Peter Maffay. Also, gerne. Wunderschön. Wunderschön, mit dir zu lachen. Okay. Und wir wünschen dir weiterhin alles Gute und danke fürs Interview. Ja, ich auch. Frohe Weihnachten. Und euch natürlich auch alles Gute. Dankeschön.